Wunderbar. Wollt ihr wissen, dass Real Madrid 8 Spiele in der Champions League in diesem Jahr gespielt hat, 5-mal gewonnen, 2-mal unentschieden und eine Niederlage nur? Hilft das weiter jetzt? Im Moment gerade nicht. Im Moment nicht. Aber da kommt, Achtung, was? Er nimmt den Hammer. Er nimmt den Hammer weg, aus. Entweder also links ein Meißel? Das? Ja. Was heißt das? Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller ein Tor baut, ja, dann ist er morgen. Ja, ist er der Held von Madrid. Dann ist er ein Held. Genau. Wer auf der Seite übrigens die Werbebanden gebucht hat, Glückwunsch. Wir sollten mal eine ganz neue Stimme hören, Jürgen Kohler, aber ich glaube, alles noch bevor das erste Tor fiel. Hallo. Kollege Kohler ist auch noch unpässlich. Aber ich habe jetzt gerade was gehört, dass sich die UEFA, also die Vertreter, Gedanken wohl macht. Mögen. Ja, das sowieso. Und jetzt zusammen in einem Nebenraum oder einem Unterraum oder wo auch immer, in irgendeiner dieser Keller, Katakombenkeller, sich zurückgezogen haben mit Vertretern von Real und von Borussia Dortmund und man tagt. Aha. Im Übrigen ist hier gleich Halbzeit, also nach meiner Uhr. Dann sollten wir einfach mal den Kollegen Kohler uns anschauen. Er sagt zwar nichts, aber er läuft immerhin. Habe ich mir sagen lassen. Oder er ist gelaufen. Daheim im feinen Dortmund, wo die Tore stehen und alles gut ist. Ja, da dreht. Also muss also auch beide Tore gleich sein. Oder zwei Handballtore nebeneinander. Ja. Das? Nein, oh, jetzt Blauen kommen tut wieder. Sich Achtung, Wichtiges. Die Blauen sind wieder da. Ja. Und letzter Stand ist, was ich gehört habe, 20 Minuten. 10 Minuten, dann haben sie ein Tor. Mhm. Und 10 Minuten, dann bauen sie es auf. Und dann bauen sie es auf und dann werden die Mannschaften sich noch ein bisschen warm machen. Das ist ja auch bei Borussia Dortmund ist ja das Trainingsgelände um die Ecke am Westfalenstadion. Hier aber ist das Trainingsgelände von Real schon ein Stückchen weg. Es gibt noch Atletico, die Madrid, die werden aber einen Teufel tun, denen ein Tor schenken. Dann gibt es noch einen anderen Verein, zweite Liga, Rayo Vallecano. Das schöne Netz. Das schöne, so jetzt. Och. Das jetzt haben wir so auf und zu und auf und zu und jetzt. Oh. Jetzt. Meine Damen und Herren, die er sind sucht bei der Champions sucht, League. Das sucht das Leute Tor. Sagen, pass auf, Champions League, Halbfinale. Mhm. Sie sind nicht jetzt irgendwo in Herrchen gesucht oder ein spanischer Rottweiler sucht ja. Ein und die Blauen das Tor gehen wieder. Er sucht's aber. Er hat die Witterung aufgenommen. Na, es ist ein entspanntes Arbeiten. Gehen wir doch mal unsere Verletzten weiter durch. Jürgen Kohler haben wir gesehen und wie geht's eigentlich Jörg Heinrich? Fragen wir doch den mal. Herr Reif, sollte man nicht beim Fußball einfach etwas großzügiger werden? Beim Eishockey darf doch auch immer das Tor umfallen und verschoben werden. Aber nee, da wird sofort abgepfiffen. Na, aber vielleicht ist der Jörg Heinrich im Laufe des Abends schon wieder gesund, bis hier wieder gespielt wird. Also tut sich nichts, kommen immer wieder Herren. Was sind das für Gelbe? Jetzt habe ich Gelbe gesehen. Gelbe, nee, das ist glaube ich Sicherheits. Blaue sind nicht mehr da. Einer mit dem Walkie-Talkie war da. Und das heißt ist das ja, der Reparatursatz, diese beiden Hölzchen da eben? Oder? Das damit wollte man zunächst. Und dann hat es aber dann doch nicht so ganz hingehauen für ein Halbfinale in der Champions League. Da schau. Kanthölzer sind das im Übrigen, wenn ich mich richtig waren erinnere. Waren das die Verrotteten drin oder hat man es mit denen? Nein. Es war richtig Metall. Also das ein Teil dieses Rohrs, das die Pfosten bildet, wird versenkt. Ja. Und das ist abgebrochen. So dass man nur das Oberirdische noch hatte und das hält halt nicht. Das ist halt dann so eine Art Holzbein so für das Tor. Das sollten zwei Holzbeine werden, aber das war dann nichts. Toni Schumacher, gehen wir einmal weit voraus. Wir haben ja ein wenig Zeit im Moment. Was wird aus Ihnen, wenn Stefan Kloß dort... Trainer. Wir unterbrechen mal kurz, weil sich die Zahl der wichtigen Menschen doch jetzt beachtlich, um nicht zu sagen fast bedrohlich, häuft. Aber der Oberwichtige... Kollege Reif, können Sie uns über die Hierarchie der vier Menschen etwas sagen? Das ist die Kommission, die eingesetzt wurde vorhin. Da, jetzt schnallt er den Gürtel enger. 7 Minuten ist es jetzt. Aber ich glaube, das sind alles jetzt Parolen aus der Katakombe. Jetzt der Tag jetzt öffentlich. Hinter verschlossenen Türen. Mehrere. Wir werden nachher Emissäre gehen von links nach rechts. Wir werden dieses Krisenmanagement dieser bedeutenden Emissäre nachher zu loben haben.
Der scheint ganz wichtig. Das ist einer von der UEFA. Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her. Ja. Wenn er ein Tor tragen würde, wäre das schlecht. Handys und Walkie-Talkies, schaut, ganz wichtig. Nur wen rufen die jetzt an? Den Fußballgott, wie ich annehme. Der links hat ihn dran. Oh, mal links. Ach. Der hat ihn, der schaut doch schon so durchgeistigt. Das hat wirklich Loriot-Format. Oh, da hinten der Rote. Ja, das war Rotes Kreuz. Und von der anderen Seite laufen sie auch noch. Ich glaube, wir vertreiben uns die Zeit so gute 2 Minuten mit Fußballspielern, die tatsächlich spielen und uns nochmal die großen Zeiten der vergangenen Europacup-Saison von Borussia Dortmund. Also das macht Mut für heute Abend. Aber wir waren eben unterbrochen worden, Toni Schumacher. Wann werden Sie nun Cheftrainer in Köln? In Köln ist auf einmal. Das haben Sie vorher nicht gefragt. Ja, das, im Moment ist das kein Thema. Moment. Als Trainer kann man sich die Mannschaften sowieso nie aussuchen. Ja, das sieht man jetzt auch bemessen wieder an Borussia Mönchengladbach. Ruckzuck, der Meier war da eine kurze Zeit und schon ist. Aber Lust hätten Sie? Und natürlich, deshalb haben wir auch den Trainerschein gemacht und irgendwann möchte ich auch ins kalte Wasser springen. Jetzt schlage ich vor, nachdem der wichtige Mann mit Hammer und Stöckchen wieder wegläuft, dass wir mal den Präsidenten von Borussia Dortmund, Dr. Gerd Niebaum, fragen. Der Mann hat das sicher auch noch nie erlebt, oder? Dort fotografieren und niemand dort filmen, also das wird ein ganz geheimes Tor. Die Frage gebe ich weiter an Dr. Niebaum. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein, sowas haben wir noch nicht erlebt. Selbst wenn es der 1. April ist, ist das sicherlich ein Thema, was sich für uns auch völlig neu stellt. Jetzt sehen wir gerade, dass das zusammengezimmerte Tor reingetragen wird. Aber mal ernsthaft, so lustig wir das Ganze hier darstellen, ist das nicht jetzt schon beinahe ein offizieller Protestgrund? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie jetzt noch ein reguläres Spiel stattfinden kann. Man muss ja sich Folgendes überlegen. Unsere Mannschaft war hochkonzentriert, ist jetzt hier, weiß überhaupt nicht, was passiert. Und ich meine, das wäre auch unsportlich, ein solches Spiel noch ablaufen zu lassen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass jetzt hier noch ein normales Spiel stattfindet. Und ich denke, dass wir da auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, was hier noch passiert, aber auf jeden Fall unter Protest spielen werden. Denn das verschiebt doch das Ergebnis doch ganz klar. Ich war vorhin in unserer Kabine, die Spieler wissen ja überhaupt gar nicht, die sind doch im Grunde genommen jetzt doch die Luft raus nach einem solchen Vorfall. Und ich finde auch, ich bin auch der Meinung, dass ein Heimverein im Halbfinale der Champions League ein zweites Tor hier zu haben hat und dass das dann innerhalb vielleicht von 10 Minuten oder was repariert werden kann. Es hat das Ganze 55 Minuten bisher gedauert. Ich danke Ihnen. Wichtige Information, also Borussia Dortmund wird hier unter Protest spielen. Damit zurück zu Marcel und Günther. Danke. Und hier sehen wir bereits das zweite Tor. Kollege Reif, das hat doch was so von mittel- bis südamerikanischen Beerdigungen, oder? Das ist jetzt ein Standtor. Und das was Dr. Niebauer gesagt hat, es ist 1. April, Leute, aber das ist alles kein Gag, was wir Ihnen da zu Hause unterjubeln müssen jetzt. Das ist alles wirklich Realität. Das ist live und in Color und in Farbe aus Madrid. Halbfinale, Champions League. Und jetzt stellen sie das Ding auf. Und dann... Jo, also ich kann Dr. Niebaums Bedenken verstehen. Auf der anderen Seite natürlich auch Real Madrid, die gleiche Situation. In der Kabine, die wussten ja auch nicht so furchtbar viel weiter, die Spieler. Also ich denke mal, ich will hier nichts präjudizieren und will ihm auch nicht widersprechen, das ist Sache von Borussia Dortmund. Aber die Voraussetzungen sind natürlich für beide Mannschaften gleich schlecht, gleich mies, gleich bekloppt. Möglicherweise wird ja auch erst protestiert, wenn man mit 2 bis 4 Toren hinten liegend aus dem Spiel herausgeht. Beziehungsweise andersrum gesagt,